Blaue Zeichen da, ja, aber erstmal bitte hier. Ja, halt, bleibt mal ruhig. So ist schön. Und dann muss ich euch was vorlesen. Das mache ich jetzt mal, ja? Ich versuche es mal. Also, das ist die Zeitung, woraus ich vorlese. Und darum geht's. Um Datenschein. So, also ich lese mal vor. Ich mache mal hier. Erstmal hier. Erstmal da. Halt, Mensch, Ruhe. Brauner, bleib doch mal an. Mann! Gut, ist jetzt egal. Grundrechte werden in Deutschland mit Füßen getreten. Und nein, es geht nicht ums Asylrecht. Gut, Augenblick mal, gut, dass sich die Regierung dafür einsetzt. Aber was ist mit den anderen Grundrechten? Der Kanzlerin sind die egal. Denn nach Bekanntwerden der NSA-Affären passiert da rein gar nichts. Denn Edward Snowden und Max Schrems dürfen Google, Microsoft, Facebook, Amazon und Co. die Daten ihrer europäischen Nutzer jetzt nicht mehr massenhaft und anlasslos in den USA speichern. Denn dort kann bekanntlich niemand deren Schutz garantieren. Das haben die EuGH-Richter erkannt und die Safe Harbor-Erklärung am Dienstag gekippt. Was sollte auch ein Abkommen, bei dem vorher klar war, dass die Amerikaner kein Interesse haben, europäische Standards einzuhalten? Wie so oft wurde der Schein gewahrt, der Bürger beruhigt, angesichts der Ignoranz der Bevölkerung, was mit ihren Daten passiert, hat das funktioniert. Auch wenn es für die datenfressenden Konzerne schwieriger wird, unsere Grundrechte auf Privatsphäre und deren Schutz personenbezogener Daten zu verletzen, ist die Frage nur, wie dies besser, in Anführungszeichen, legalisiert werden kann. Punkt. Die US-Konzerne sind zu mächtig, werden ihren Widerstand nicht aufgeben, und wenn ihnen nichts einfällt, lässt sich das mit TTIP sicher irgendwie lösen. Finde ich gut. Finde ich gut von dem, wie heißt er? R. Bischof. Ja? Gefällt mir, was der da geschrieben hat. Ja, weil, was heißt der? Die Kanzlerin, die ist so gestört, die gehört ins Irrenhaus. In meinen Augen gehört diese Frau schon lange ins Irrenhaus, ja, weil die ist völlig verpeilt, ja. Unsere Kanzlerin ist völlig daneben. Aus und basta. Okay, ciao.